Guten Morgen, willkommen zum Börsenbuffet Livestream. Es ist der 19.08. und Germany 30 ist unter Druck, fällt unter die 200-Tage-Linie, fällt unter das alte Allzeithoch bei 15.805, erreicht die nächste Auffächerungsmarke 7.58. Darunter wäre die 4.23er Auffächerung des heute Morgen in Espresso im Tagesausblick genannten 1, 2, 3 Tops bei 15.636. Nun gilt es, wie immer darauf zu achten, ob wir einen Ausbruch aus der vorbörslichen Spanne bekommen, der sauber ist. Technisch sehen wir auch einen Bruch des Bodens, der Bodenbildung im NDAQ. Hier war das Tief hier der Ausgangspunkt für diesen Boden. Wir haben mehrmals Versuche gesehen, auf neues Allzeithoch zu gehen. Das gab es auch, dieses neue Allzeithoch am 5. August abends, aber nicht nachhaltig. Jetzt sind wir unter dieses Tief gegangen. Bedeutet, ja, wir müssen uns mit dem nächst tieferen Tief auseinandersetzen. Da gab es eine Bodenbildung Anfang, Mitte Juli, ein 1, 2, 3. Und ja, dessen 261,8er war das neue Allzeithoch und jetzt sind wir auf dem Weg nach unten, rutschen auch unter die 61er, auch unter die 204-Stunden-Linien. Die 14.652 wäre jetzt eine spannende Marke, die angelaufen werden könnte, um zu testen, ist dieser Boden von 19. Juli intakt. Lufthansa rutscht unter 8,80. Da ist gerade ein Preisalarm angegangen. Dieser Preisalarm, den habe ich eingestellt, ja, um einfach zu sehen, geht die Lufthansa unter dieses Tief 21. Dezember drunter. Tut sie jetzt 8,79 minus 1,5% mit dem Gesamtmarkt. Und auch die Lufthansa schwächer. Die Frage ist, kommt die Aktie hier ins Rutschen? Hier ist ja ein Boden entstanden gewesen, der zu dem Märzhoch bei 12,69 führte. Sehen Sie genau hier drunter bisher, die Verkaufsinteresse relativ gering. Signalkerze wird unterschritten, beziehungsweise gebildet, 7,53,90. Wenn sie unterschritten wird, dann wäre die vorbörsliche Spanne nachhaltig unterschritten und verlassen. Bisher ist das unbestätigt. Wir sind im 1-Minuten-Chart, daher lieber mit doppelter Bestätigung arbeiten. Signalkerze, Signallinie ist unterschritten. Ich gehe in den 10-Sekunden-Chart, um nun herauszufinden, ob wir in den Rücklauf oder in einem Rücklauf in die Widerstände einen Trendaufbau sehen, ein 1, 2, 3, das abwärts gerichtet ist. Gold dreht im Widerstandsbereich im 5-Minuten-Chart. Gibt es hier ja einen 1, 2, 3 Top. Der Test führte dazu, dass wir hier einen 1, 2, 3 Top ausgebildet haben, an dem im Tageschart entstandenen 1, 2, 3 Top oder an dem Doppeltop Nackenlinie des Tief vom 19. Juli. Wurde bärisch getestet, wir sind also da dran gelaufen. 1, 2, 3 ausgebildet, volle Auffächerung, zurückgelaufen an die 1, wieder zurückgewiesen. Sind wieder nach unten gelaufen und testen jetzt die 200er 5-Minuten-Linie. Auf der Unterseite sehen wir jetzt, dass im Gold ja eine Zielzone noch da ist. Das wäre die 61,8er Fibo-Extension aus dem im Tageschart entstandenen 1, 2, 3 Top bei 17,71.
Germany 30 nicht mit einem sauberen Trendaufbau bisher. Öl beginnt sich weiter bärisch aufzufächern, verlässt hier die 100er-Extension, die 161er-Extension bei 60,84 im Royal WTE Cash. Bildet mit dem Hoch vom 23. März, das ist die 1 aus dem 1-2-3 Boden. Das Hoch vom 24. März, muss ich sagen. Ein Cluster-Widerstand bzw. Cluster-Unterstützung in dem Fall. Da wäre die nächste Marke, wo man beobachten kann. Was ist heute im Plus? SLM ist im Plus. Die SLM plus 2,7%. Allerdings bei SLM ein 1, 2, 3 Top. Und wir halten uns jetzt an der 200-Tage-Linie fest. Haben da ein bisschen eine Gegenbewegung. Technisch nicht sehr bedeutsam. Zumal ja das Tief der gesamten Konsolidierung hier am 9. März liegt. Das Hoch vom 9. März ist dann gleichzeitig das Ende von diesem Aufwärtsimpuls, also auch ein Widerstand bei 1864. Bei Germany 30 hier bisher kein Trendaufbau. New Work ist auch im Plus, scheint hier einen Wille zu besitzen, aus dieser Seitwärtsbewegung auszubrechen. Ja, ziemlich zyklisch, kein Trend da übergeordnet. Schwach sieht es hier bei den Stahlwerten aus. ThyssenKrupp fällt zurück. Salzgitter fällt zurück. Ist bei Salzgitter vielleicht im Stundenchart ein kleineres Top da, aber insgesamt hier die Bodenbildung intakt. Deutsche Pfandbriefbank fällt zurück. Ja, die schaffen es nicht so richtig über diesen Impuls hier drüber. Der ist im Monatschart gut zu sehen. 9,29 immer wieder. Ja, ja, sie versuchen es drüber zu kommen, aber es ist eigentlich eher so eine Pendelmarke, kann sich nicht davon absetzen, wie man gut sehen kann. Leonie fällt 2% zurück. 15,47 nach wie vor bei Leonie. Aus einer kleineren Zeitebene ein wichtiger Support. Solange der gehalten werden kann, besteht die Möglichkeit für einen bullischen Druckaufbau nach oben. Deutsche Bank, ja, kommt nicht über die 2 drüber, also Bodenbildung wird in Frage gestellt. Alleinig das Tief vom 19. Juli war eben kein tieferes Tief. Damit hier die Bodenbildungsmöglichkeiten noch gewahrt, aber naja, stark sieht das jetzt auch nicht aus. Nordex tieferes Tief, 10,80. Mit dem Kurs muss man sich ein bisschen grundsätzlich anfreunden. Das wäre die volle Auffächerung. Solange wir unter 15,91 notieren, bisher keine Bodenbildung, auch wenn wir gestern ein bisschen stärkeren Tag hatten. SFC Energy minus 3%. Westwing minus 3,8%. So, jetzt wird es spannend hier an der 751,44.
rutscht da drunter, könnte jetzt eben das abschließende 1, 2, 3 in Trendrichtung aktivieren. Damit ist es auch aktiviert. Validierungslinie ist jetzt 7,6841. Ein Überschreiten dieser Marke bricht den Trend damit dann wieder neutral. Jetzt ein intakter Abwärtstrend. Wir haben die vorbörsliche Spanne nach unten verlassen und ein 1, 2, 3 Top ausgebildet im Rücklauf. Die Zweifel ein bisschen gehen sofort wieder drüber, muss man also aufpassen. Sofortiges Zurückschnappen ist also, muss schon mit Überzeugung aktiviert werden. Ist jetzt die Aktivierung. Signallinie doppelt bärisch getestet. Schwäche für den Markt, Tapering, Drosselung der Anleihekäufe, mehrheitlich bei weiterer Erholung des Arbeitsmarktes. Könnte es sein, dass das Tapering kommt? Vermutlich ist das das Thema für den September, nachdem der August ja eigentlich stark gelaufen ist. Saisonal hätte er eigentlich schwach laufen sollen. Institutionelle Investoren haben Kursrisiken im September abgesichert. Private Investoren sind mehrheitlich, sagen wir mal, die, die taktisch unterwegs sind, in den Markt eingestiegen, vor allem mit kurz laufenden Call-Optionen. Laufzeit 2 Wochen, setzen auf eine weiter steigende Aktienbörse. Sentix hat darauf auch hingewiesen, wir haben eigentlich ein neutrales verhaltenes Sentiment bei den institutionellen Investoren und sehr positives Sentiment bei den Privatinvestoren. Das kann darauf hindeuten, dass wir uns am oberen Wendepunkt am Markt befinden. Im Bereich Wasserstoff sehen wir bei ITM eine starke Entwicklung. Wir haben hier bei ITM im Wochenkerzenchart ein 1, 2, 3 Trendwendemuster. Also hier Korrektur von 723 bis 307, dann Aufwärtsimpuls zu 407. Sollte per Wochenschlusskurs jetzt die 407 überschritten werden, wäre 469 und folgend dann mögliche Anlaufstellen. Werden dann eben ein 1, 2, 3 dann reaktiviert, zwar schon mal aktiviert in der Woche vom 19. Juni. Germany 30 bricht den Abwärtstrend. Jetzt Hinweis auf möglichen Seitwärtstrend. Ich schalte um in den 1-Minuten-Charten. Hier sieht man jetzt, dass ein 1, 2, 3 Tief sich entwickelt hat, also Bodenbildung. Also sofort Auffächerung nach oben.
Global Fashion Group meldet Quartalszahlen und fällt. Und hier sehen wir, dass sie die Prognose bestätigt haben. Es ist weiterhin Wachstum da, aber man kann hier nun auch mit dem geübten Auge erkennen, dass hier auch ein Top entstanden ist. Und zwar schon 23. Februar und 4. März, also hier mit diesem Abwärtsimpuls. Und ja, dieses Top wurde bestätigt. Wir haben jetzt die 200-Tage-Linie, die gerade getestet wird, bei 11 Euro. Anhaltender Trend zum Internet-Shopping. Eine negative Reaktion wahrscheinlich auch damit begründet, dass Anleger gerade was das Thema Pandemie angeht und Sonderkonjunktur ja irgendwie grundsätzlich schon ein bisschen höhere Erwartungen hatten. Man sah es ja bei Zalando oder bei Amazon gesehen, mal bei mehreren anderen gesehen, wo dann ein bisschen die Handbremse bei den Prognosen angezogen wurde. Wir haben es gestern auch gesehen bei Robinhood Markets. Trade-Statistik zeigt eine gewisse Zurückhaltung. Ja, auch da hat man ja damit gerechnet, dass diese Sonderkonjunktur, die hohen Wachstumsraten weitergehen. Aber da ist das Thema, was Pandemie und Sonderkonjunktur angeht, sind viele, viele Hinweise gekommen, dass eben der Zenit beim Wachstum erreicht sein könnte. Und die Frage stellt sich, ob dieser Zenit auch insgesamt erreicht ist. Das zweite Mal in 3 Wochen hat Goldman Sachs die Wachstumsprognosen für das Bruttoinlandsprodukt in den USA gekappt. Vor 3 Wochen. Hat Goldman Sachs seine 2021 fürs zweite Halbjahr gerade wegen geringeren Konsumausgaben das BIP-Wachstum für das dritte und vierte Quartal auf plus 8,5% in den USA gekappt. Fürs dritte Quartal plus 8,5% Wachstum im vierten Quartal erreicht, erwartet Goldman Sachs jetzt 5% Wachstum. Das war jeweils 1 Prozentpunkt höher bisher. Service-Sektor, Dienstleistungsbranche in den USA, die ist nicht so robust, wie es ursprünglich erwartet wurde. Goldman Sachs war ja letztes Jahr eine der ersten Investmentbanken, die über dem Konsens liegende Prognosen für das Bruttoinlandsprodukt in den USA veröffentlichte, da sie davon ausgingen, dass die konjunkturelle Erholung ziemlich dynamisch verlaufen wird. Und die sind jetzt hier dabei, das zweite Mal eben ihre Prognosen zu senken. Wachstumsrate, wenn man jetzt 8,5%, dann viertes Quartal 5%. Zweite Jahreshälfte 2022, glaubt Goldman Sachs, sind wir wieder bei 1,5 oder 2% Wachstum, also irgendwo so am langfristigen Trend. Und das ist eine schnellere Verlangsamung, als in den Konsensschätzungen es derzeit vom Markt erwartet wird, schreibt Goldman Sachs. Also das Thema Tapering wird da ja kontrastiert, sollte das stimmen. Und wir stehen eben vor einer Vollbremsung im Wachstum, wäre eben das Tapering. Mal sagen, die kündigen das im September an, für Start im November, mal einfach so als Szenario. Dann haben wir ein BIP-Wachstum, das gleichzeitig von 8,5% auf 5% sinkt. Und sich dann 1,5 oder 2% im zweiten Halbjahr 2022 annähert.
Und die tapern quasi in diese konjunkturelle Schwäche oder Abschwächung des Wachstums, muss man ja sagen, hinein, nehmen sie die Anleihekäufe zurück und fangen dann langsam an, die Märkte immer mehr vorzubereiten auf erste Zinsanhebung. Und das ist ja eben genau das, wo viele zweifeln, ob das denn so funktionieren wird, weil man kann natürlich jetzt viel davon sagen, dass die große Zinswende der Fed kommt, aber wird das auch wirklich möglich sein, wenn die konjunkturelle Erholung sich komplett, ja, wenn das Zenitwachstum jetzt erreicht ist und wir quasi durch diese Konjunkturprogramme, ja, durch die Billionen von Schecks und alles Mögliche, was da jetzt in den Markt gepumpt wurde, ist das Wachstum eben nach oben geschossen. Wir haben Inflation auch gehabt und haben die immer noch. Und dann ist aber nicht nachhaltig über dem Trendwachstum, das danach kommt, sondern das läuft einfach wieder zurück auf das, wo es davor war. Und das Interessante ist da halt, dass der Anleihemarkt das so zu sehen scheint. Ja, wir haben also im Wochenkerzenchart hier ja, dieses Tief von März gehalten mit einer Hammerkerze, versuchen uns nach oben abzusetzen. Insgesamt von 131 bis zum Hoch 135 sehen wir also sinkende Zinsen. Also der Markt erwartet nicht unbedingt eine schnelle Zinswende der amerikanischen Notenbank. Und auch gestern die Reaktion auf das Protokoll der amerikanischen Notenbank am Anleihemarkt war eben nicht das, was man jetzt in fallende Aktienkurse reindeutet, nämlich Erwartung, dass da schnell getapert wird, sondern die Anleihen sind gestiegen. Ja, also T-Notes gestern Reversal gemacht, heute Folgegewinne. Also die Zinsen sinken. Das ist nicht eine Reaktion, wo der Anleihemarkt glaubt das nicht, dass da schnell getapert wird. Ja. Das ist ja auch das, was ich heute Morgen eigentlich sagte, dass da gestern in diesem Protokoll dann nicht noch mal was Neues drin stand, sondern wir haben das mehrmals von vielen Vertretern der Notenbank, auch von Jerome Powell gehört, dass erst der Arbeitsmarkt sich deutlich erholen muss. Und dann sind auch immer noch die Wachstumsrisiken durch die Delta-Variante. Wir haben es gesehen jetzt Anfang der Woche mit den Daten aus China, die schwach waren zur Industrieproduktion und zum Einzelhandel, weil die eine Null-Covid-Politik verfolgen, also da scharfe Lockdowns machen. Wir sehen in Neuseeland einen kompletten landesweiten Lockdown wegen einem Corona-Infektionsfall. Und ja, weltweit ist diese Delta-Variante eben ein Risiko für das Wachstum. Und damit müssen die eben auch. Dann auch wenn der Arbeitsmarkt sich weiter erholen sollte, klarkommen und das mit in die Politik mit einbauen. Also es sind viele Unwägbarkeiten. Der Anleihemarkt glaubt also es nicht, dass da schnell es zu einer Wende kommt. Im Aktienmarkt vielleicht ist das jetzt auch trotzdem erstmal eine Möglichkeit, auch mal wieder Gewinne mitzunehmen. Das alte Hoch jetzt gerade bärisch getestet. Frage ist, kriegen wir jetzt über die 15.805 einen Rebreak nach oben? NASA bricht weiter ein, minus 9%. Am Tag davor war mal irgendwie so eine Gegenbewegung. Ja, jetzt mit den Quartalszahlen, die jetzt gekommen sind, schwache Zahlen sind es gewesen. Von Nel Hydrogen.
Second Quarter Results. Die Umsatzerlöse im zweiten Quartal sind 10% gestiegen. Das EBITDA war bei 120,3 Millionen norwegischen Kronen. Zweites Quartal Vorjahr waren es bei 48,7 Millionen norwegischen Kronen im Minus gewesen. Also mehr als verdoppelt. Sie haben einen Rückstand, der aufgeholt werden muss, von 1, von gut einer Milliarde norwegischen Kronen. Das sind 4% Wachstum zum Vorjahr. Nel hat 3,07 Milliarden norwegische Kronen an Barbestand. Die haben an Everfuel und Nikola sind sie beteiligt. Aktien von den Unternehmen auch unter Druck, mussten Wertberichtigungen gemacht werden. Also zieht eben der Sektor sich selbst dann auch runter. Die Frage bei Nel ist eben auch, okay, bräuchten die nicht einen größeren Partner? Wir sehen ja bei ITM, ein größeres Unternehmen, auch in dem Bereich, sind jetzt nach oben ausgebrochen. Und bei Nel jetzt ja, minus 10% mittlerweile. Technisch ist halt der Wochenchart um die 4,23er bei 9,26, nächste Haltemarke nach oben, Widerstand 16,42. Kupfer minus 1,9%, fächert sich weiter auf. 2,61er ist erreicht, die 4,23er wäre bei 3,70 $. Chart ist im Chartforum zu finden. Robinhood gestern trotz schwächerer Handelsstatistikveröffentlichung im Plus. Da könnte es ein Aufwärtsimpuls werden hier. 1, 2, 3. Das muss man mal beobachten bisher, aber hier eine intakte Abwärtstrend im 4-Stunden-Chart.
Ja, und jetzt geht es eben darum, nachdem der Nasdaq hier oder NDAQ die 200-Tage-Linie gebrochen hat, gibt es einen Rücklauf auf die 1 des Bodens im 4-Stunden-Chart. Boden hier vom 21. Juli, ja, nein. Der Rebreak nach oben über die 61 hat nicht geklappt. Der Germany 30 hat ein 1, 2, 3 Tief ausgebildet, die 61er erreicht, die 15.805 aus dem Tageschart bärisch getestet. Ja, und jetzt geht es halt darum, okay, kann er hier nach oben ausbrechen, um weitere Extensionsmarken zu erreichen, oder war es das schon? Das gilt es jetzt hier eben zu beobachten anhand der 15.767. Ich bin heute Nachmittag wieder da, klinke mich für den Moment aus, wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag.